In Afrika hat die Möglichkeit, eh schon einige Zeit, wenn ich irgendwas im 3D aktiviere, gemeinsam aktiviere und dann ein Element anklicke, dann kann ich dieses Element verändern, zum Beispiel indem ich es hier so rausziehe. Aber, was wenige User wissen, wenn die Führungslinien übereinander liegen, dann werden auch die anderen Elemente mitgenommen. In dem Fall ein Dach, eine Decke, die Wand und die darunterliegende Decke habe ich dann in einem Aufwasch sozusagen mit verändert. Ich mache das nochmal, ich gehe nochmal zurück. Ich klicke das jetzt an, setze einen neuen Punkt, setze einen neuen Punkt. Ah, muss ich mich rüberdrehen, dass das funktioniert? Habe ich zu wenig aufgepasst. Setze einen neuen Punkt, setze einen neuen Punkt. Und alle Elemente, ja, beinahe alle, das Dach hast nicht ganz mitgemacht, interessanterweise, aber die ganzen Wände, die ganzen Decken und so weiter haben das mitgemacht. Also es gibt bereits so einen Zusammenhang, den ihr euch hier wünscht, aber er ist ein wenig versteckt und die wenigsten User wissen das wirklich. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay.